Das Gymnasium in Lienz wurde an insgesamt 2 Tagen zum Filmset und somit zum GSI-Hauptquartier. Gedreht wurde der Film GSI Garden Scene Investigation – Spurensuche. Dato, Garden Szene 12, Take 1. Ja, Gesundheit! Corona, Corona. Schülerinnen und Schüler müssen ja im Rahmen ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit einen Text vorlegen. Schülerinnen und Schüler müssen im Rahmen der vorwissenschaftlichen Arbeit ihre Ergebnisse präsentieren vor einem Gremium, vor einem Prüfungsgremium. Und was wir hier gemacht haben, ist einen Film gedreht, einfach in kreativ, künstlerisch, spielerischer Art und Weise, um einige Inhalte dieser vorwissenschaftlichen Arbeiten anders aufzubereiten und anders darzustellen. Ist es so gegangen um Themen rund um Garten, um die Forschung, die Gartenforschung der Schülerinnen und Schüler über Mykorrhiza, Bienen, Knöllchenbakterien und andere Themen. Was haben wir? Nichts Konkretes. Ein paar Verdächtige und Zeugen. Das Übliche halt. Na dann. Wir haben gehört, Sie befassen sich mit der Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzen. Mykorrhiza, eine neue Designer-Droge oder was? Bullshit! Mykorrhiza ist eine Form der Symbiose zwischen Pilzen und Pflanzen. Wir haben gehört, Sie befassen sich mit der Synthese zwischen Pilzen und Pflanzen. Symbiose. Was habe ich gesagt? Synthese. Er ist anerkannter Experte auf diesem Gebiet und hat sogar ein Buch darüber geschrieben. Warum denn dann nicht jeder mit Mykorrhiza? Ja, ich kann das jetzt nicht lesen. Also mir ist, glaube ich, nicht so schlecht gegangen, bis auf eine Szene, wo ich echt ein bisschen länger gebraucht habe, weil ich ein Wort nicht aussprechen habe können. Aber schon war es eigentlich ganz interessant. Es ist eigentlich ziemlich anstrengend, das denkt man gar nicht so, aber ja, wenn man jede Szene nochmal wiederholen muss, dann kann das schon echt lang dauern. Aber es ist eigentlich echt eine coole Erfahrung gewesen. So, Ruhe bitte, wir drehen. Kamera läuft, Ton läuft und bitte. Sie sollten die DNA ans GSI in New York schicken. Die werden dann die Daten durch ihre Computer jagen und werden uns dann hoffentlich die Informationen geben, die wir brauchen. Aber ich muss jetzt erstmal telefonieren gehen. Alles klar. Okay, Ruhe bitte wieder rein. Und bitte. Achso, von Leon. Entschuldigung. Aber was noch interessant ist, wir haben die DNA und die Fingerabdrücke einer Frau gefunden. Oh, cool. Ah! Super! Oh, die Frau! Sie sollten die Daten ans GSI in New York schicken. Die sollen die dann durch... Schicken Sie die DNA ans GSI New York. Die DNA? Ja. Sie sollten die DNA ans GSI New York schicken. Du gehst aber erst später auf, gell? Also jetzt nicht mehr im Satz. Jetzt habe ich mal GSI gesagt. Ja. GSI soll ich sagen, oder? Nein, GSI. Ja. Sie sollten die DNA ans GSI in New York schicken. GSI. GSI. Cheesy! Das ist wieder cheesy gesagt. Ich sag mal was. Sie zerstören unseren Planeten. Ach was, regen Sie sich ab. So giftig sind meine Produkte gar nicht. Und wegen der paar toten Bienen, da brauchen Sie keinen Aufstand machen. Und außerdem tragen all meine Produkte ein Gütesiegel. Ja, genau. Und dieses Gütesiegel stammt zufälligerweise aus der Marketingabteilung Ihrer Firma.
man wird wohl doch ein bisschen Werbung machen dürfen. Ja, Rolle des Bösewichts liegt mir vielleicht nicht ganz. Meine Einstellung natürlich zur Natur ist natürlich eine ganz andere. Aber es ist einmal spannend, genau auf der anderen Seite zu stehen. Ja, wir werden sehen. Sie sind jetzt auf jeden Fall festgenommen. Das glaube ich nicht. Einspruch, verdammt! Außerdem ist es nicht meine Firma, die an allem schuld ist. Sie sind alle an allem schuld. Jetzt sind wir so weit fürs Taking off, gell? Fürs Making off. Sie sind an allem schuld, verdammt. Wenn der nichts sagt, der irritiert mich total. Noch einmal. Ja. Es hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem was das allererste Mal für mich irgendwo in das ganze Filmwesen hineinzuschnuppern und einmal so richtig am Dreh, nicht von außen, sondern direkt als Schauspieler mitzuerleben. Ich war für Maske und Requisiten zuständig. Wir haben einfach geschaut, dass bei den Szenen immer alles da ist, was wir brauchen und dass die Leute hergerichtet sind und dass das Outfit und alles passt. Und ja, es war immer durchgehend ein bisschen was zu tun, also mir war nie langweilig. Eigentlich war es ganz einfach. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nichts sein, weil alle so super zusammengearbeitet haben und mitgeholfen haben, sind keine Komplikationen entstanden. Ich war ursprünglich eingeteilt für zwei Sätze im ganzen Dreh und heute in der Früh schreibt mir der Hauptdarsteller, der Paul, dass er eben krank ist und deswegen heute nicht spielen kann. Und gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Und dadurch habe ich statt zwei Sätze, war ich dann in 95% aller Szenen mit einbezogen und habe natürlich alles improvisieren müssen, also alles direkt vor der Dreh am Drehort lernen müssen. Das war schon echt eine Herausforderung. Ich erzähle Ihnen mal was. Sie vergiften die Umwelt, töten unzählige von Bienen und verkaufen giftige Produkte. Und das ist ihnen alles egal. Ich sag Ihnen mal was. Sie zerstören unseren Planeten. Sie vergiften die Umwelt, töten unzählige von Bienen und vergiften. Verkackt. Es ist schon. Passt, ja, gehen wir dazu. Wir brauchen einen Namen. Haben Sie einen Namen für uns? Es ist immer vollste Konzentration gefragt während den Schauspielern. Das ist auf jeden Fall, wenn man den ganzen Tag Schauspieler hat, wird es immer anstrengender. Es hat natürlich sehr viel Spaß gemacht, aber gegen Ende habe ich schon gemerkt, wie oben langsam die Lichter ausgegangen sind. Aber während den Schauspielen reißt man sich trotzdem immer zusammen. Wir brauchen einen Namen. Haben Sie einen Namen für uns? Hm? Kein Name? Ja, es war total lustig, das einmal auszuprobieren. Ich habe noch nie vorher geschauspielert und das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Und es hat einfach Spaß gemacht, einmal nicht vorne zu stehen und was vorzugeben, sondern einfach mitzumachen. Es hat mir getaugt. Denn es gibt keinen Planeten B. Sie sitzen mit uns im versinkenden Schiff. Abführen. Ich habe keine Handschellen. Gut, da haben wir jetzt natürlich ein Problem. So, wo ist meine Kamerafrau? Da ist die Kamera, da hinten ist die Kamerafrau. Das geht nicht zusammen. Also, das größte Übel an einer Schule ist echt die Glocke. Weil das bimmelt alle 45 oder 50 Minuten und da kommst du also nicht zum Drehen. Und? Was haben Ihre Untersuchungen ergeben? Die Impfung mit Knöchelbakterienpräparat fördert nicht. Ja, passt schon. Die Impfung mit Knöchelbakterien. Yes! Gerade bei dem Projekt habe ich mir irrsinnig schwer getan, eine Handlung zu erstellen, etwas zu finden, das einen roten Faden hat. Weil eigentlich war das
alles ganz anders geplant. Wir haben einen super Drehlack schon im Sommer gemacht und wir haben die Szenen gehabt und die wollte ich ja unbedingt nicht irgendwie wegschmeißen oder wieder neu drehen, sondern ich wollte es einbinden. Und da war eben die Herausforderung zu sagen, okay, wir haben super Szenen, wie stricke ich dann die Geschichte drumherum, dass das halt halbwegs irgendwo plausibel ist, dass ich die Szenen vom Trailer auch einbauen kann. Zwei Versicherungskaufleute checken gerade den Beispiel. Hallo. Ich hab grad geschaut, ich bin von hier. Was denn? Hallo. Ich sag Hallo und krieg nichts zu. Wie Sie hier sehen, es handelt sich um einen sehr schweren Fall. Ja, was ist es denn? Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen, aber sie ist tot. Wie wir das Drehbuch verfasst haben, haben wir gedacht, naja, es ist so viel Text und so viel Requisite. Und oh, schaffen sie das? Sie haben VWA, sie haben Schularbeiten. Die ganzen Schülerinnen und Schüler, die sind so eingespannt. Die werden mich außen jagen bei der Tür mit dem Drehbuch und mit dem ganzen Aufwand. Und heute um 8 Uhr habe ich gesehen, alle da, alle Requisiten da, alle Leute da. Es war einfach ein super schönes Zusammenarbeiten und wir haben richtig gut funktioniert. Wir sind eingegruft und haben das einfach übergeraten. Und sie haben den Text kennen, sie haben alles da gehabt. Also ich bin echt begeistert. Hi Chris. Hello Laura. Do you have anything for me? We're stuck on the case. We've looked at the data and we found an old friend. Her name is Renata Wooden. Es ist nie zu spät. Text lernen kurz vor Drehbeginn. Alles aufgelesen, alles! Ich kenne nicht Nova, wie Sicherheitshalber. Ich bin Klassenvorstand und damit auch irgendwie Agent für diese Gruppe von jungen Menschen, die ich heute wieder von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe und auf die ich sehr, sehr stolz bin. She always slips through our fingers. She's a master of deception and she has billion worth of climate offenses. Das ist irgendwie was Reizvolles. Ich spüre da irgendwas, das würde mich irgendwie reizen, auch im Theaterbereich, wo ich als Lehrer auch tätig bin, aber meistens in der Rolle des Regisseurs. Aber auch einmal mitzuspielen ist eine tolle Sache und diese ganze Filmgeschichte, das war hochspannend für mich. Ich habe ein Foto von ihm gemacht. Es ist zwar nicht sehr gut, aber ich hoffe, es hilft Ihnen. Ich habe ein Foto von Ihnen gemacht. Nein. Ach so, von Ihnen auch. Ja, schön. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Uns interessiert ein Mann. Okay. Ruhe bitte. Ich habe von diesem Typen ein Bild geschossen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen weiterhilft. Ja, ich weiß nicht, ob es uns weiterhilft, aber das war jetzt nicht hilfreich. Die Laura von. Laura, ja? Das Schönste war die Kreativität, mit der man wissenschaftliche Themen aufbereiten kann und zu sehen, wie man mit Freude und mit Spaß das machen kann, was wir Wissenschaftskommunikation nennen. Coole Erfahrung, würde ich wahrscheinlich schon nochmal machen, aber ich glaube, ich komme nicht mehr dazu. Ich versichere Ihnen, wenn Sie den schnappen, dann werden viel mehr Bienen überleben. Derzeit hier bei uns auf Shoppingtour. Er will alles aufkaufen und billige Produkte produzieren. Ah! Er ist der Chef einer. Was will er alle aufkaufen? Ja, mein Chef. Okay, was? Wir machen das letzte Mal. Ja, ich reiß mich zusammen.